gar nicht glauben, dass hier in 500 Meter schon eine Straße sein soll. Es sieht aus, als wird da bald noch ewig gehen. Ah, ich glaube, da vorne blitzt was durch. Hast du Licht noch an? Ich hab's momentan an, ja. Da ist, glaube ich, irgendwas da vorne. Weiß ein anderer Spieler, der mich jetzt 400 Meter vom Ziel abknallt. Sind gestorben. Oh, noch einmal bergauf. Okay, ich glaube, ich konnte gar nicht sehen, weil ich eh nochmal bergauf muss. Jetzt fängt er auch noch an zu schleichen. Oh my Gertie, what the fuck. Da hinten sehe ich. Ah, ne, das sind Zombies. Wo? Oh, oh. Ne, die sind ganz weit weg. Ich muss durch eine Wand von Zombies schlappen. Jetzt sehe ich, glaube ich, Licht. Es ist generell, ja. Der Himmel ist heller geworden schon wieder. Ich erleuchte den Himmel mit meinem Scheinwerfer. Mit meinem Schweinewerfer. Hast du beide Karren jetzt beieinander? Nee, eine Karre ist ein bisschen weiter hinten, aber direkt hinter mir im Prinzip. Okay, also in der Stadt, so. Nee, aber nicht weit vor der Stadt noch. Okay, bin gleich da. Oh, die letzten 200 Meter ziehen sich hin. Ah. Ich muss jetzt auch gleich wieder was essen und was trinken. Ja, 200 Meter vor mir überquert gerade ein Military die Straße. Boah, ja, unten rechts sehe ich gerade, da sind schon wieder zwei abgestürzte Helikopterlandungsplätze, Stellendinger. So, ich sehe schon ein bisschen die Kreuzung, aber ich sehe kein Licht. Also du bist direkt an der Kreuzung. Okay, warte mal. Da ist irgendwo das ATV. Ich bin gleich bei der Kreuzung, Moment. Ich bin jetzt auf der Straße, pass auf, falls du gerade fährst. Nee, ich fahre gerade nicht, ich will gerade mein Auto anmachen. Ah, das ATV steht hier. Ah, okay, dann... Ich kann direkt... Wo lang muss ich fahren, dass ich zu dir komme? Ich bin genau bei der Kreuzung. Nee, ich komme mal zu dir gefahren. Ich wollte ja eigentlich entgegenfahren, aber... Du bist ja quasi Luftlinie gefahren. Ich sehe gerade, der Tank ist... Ja, der Tank ist fast leer, das hast du ja gesagt, ne? Genau. Und die Hülle ist rot, aber sonst geht's. Also sonst kann man noch top, tippeltitop damit fahren. Okay, jetzt bräuchten wir erstmal Sprit, bevor wir irgendwas machen. Genau. Ah, jetzt kann man sich umschauen. Oh, da kommst du angefahren. Ich gehe mal zur Seite. Ich check kurz den Weg. Wir müssen durch Koklovo durch und fahren nach Novis und fahren wir nach Stary Sobor, ne? Weil wir brauchen halt meine Benzinkanister. Genau. Soll ich vorfahren? Ja, fahr mal vor. Ich glaube, du musst es separat nochmal drücken, zweimal alt. Also falls du. Ja, hab ich. Okay. Das ist genial so. Ah, ich glaube, ich kann sogar nicht durch, ne? Ich weiß es nicht, ich muss kurz testen. Also ich muss auf jeden Fall an der Stadt vorbeifahren. Okay, gut, dann lass aber nicht hier, sondern. Achso, ich bin jetzt rechts rumgefahren, ich weiß nicht. Ja, können wir auch mal. Ich glaube aber links, es wäre sicherer. Ich fahre jetzt doch durch die Stadt. Ey, vor mir steht ein Zombie und blockt mich. Ich kack mir gleich in die Hose, ey. Das gibt's doch gar nicht. Weißt du, das Quad war so langsam, dass ich nicht losfahren konnte. Und läuft's? Hast du es unter Kontrolle? Es ist alles in Ordnung. Ich bin aber. Der Sprit ist fast leer. So, ich bin auf der anderen Seite. Achtung. Ja, fahr du ruhig weiter. Ich komme jetzt gleich. Ich komme jetzt angebraust. Ey, wir sind schnell unterwegs. Wie zwei Füchse. Bleib du mal kurz ein Stück rechts, ich überhole dich. Entertain, brothers. Bei mir hat's gerade so ausgesehen, als ob du gegen Baum fährst. So, entertain, brothers. Bam. Bam, tot. Vorsicht, Straßensperre hier, ne? Pass auf, dass du schon mal langsam machst. So, da werde ich wieder rechts dran vorbei. An dieser Straßensperre. Vielleicht muss ich das Teil hier erst noch irgendwo parken, weil es ist gleich leer. Es blinkt schon. Blinkt schon. Ja, ich guck mal, ob hier ein Bike drin ist. Ich bin auch schon dick im roten Bereich, aber blinkt nichts. Ist kein Bike drin. Okay, wir können. Ach du Scheiße, ich fahr voll gegen das Haus. So. Boah, ja, es ist wirklich arg leer schon hier. Aber sonst ist noch alles tippeltitop. Hier ist nichts drin, hast du gesagt? Nee. Okay. Also ich werde es maximal bis zu meiner Leiche schaffen. Dann fahren wir von der Leiche aus einfach mit deinem Truck in die andere Stadt, tanken voll auf den Truck und tanken danach das ATV auf und dann können wir endlich halt irgendwo hinfahren, wo wir hinwollen. Was? ATV Killer 13? Ja, das bin ich. Bei mir steht vor mir steht V35 Wallen. Nee, weil ich sehe es vor mir, obwohl du ja hinter mir fährst. Deswegen hat mich das gewundert. Okay, wow, Zombies. Fahren wir links vorbei, komm, links. Ist hier nicht eine Tankstelle? Ah, das geht. Das geht nicht, diese kleinen Dinger. Boah, ich glaube, ich muss komplett dran vorbei, ja. Ah, das machst du ja sowieso. Ja, fahr du auf jeden Fall extrem safe, weil dein Truck ist wirklich sehr, sehr wichtig.
Das ist gerade so neblig. Das ist gerade ein bisschen... Das ist eklig, unangenehm, ja. Pass auf, ich muss kurz ein bisschen langsamer machen. Oh Gott, nein! Ich habe kurz auf die Map geguckt. Jetzt stecke ich auch so behindert. Guck mal. Ich sehe es gerade. Uh-oh. Achtung, da kommen Zombies auf dich zugerannt. Ja, ich geh raus. Okay. Okay, egal, Sprit war eh leer. Scheiß drauf. Steig bei mir ein. Okay, Vorsicht, Vorsicht, ich komme zu dir. Am besten, warte, ich setze mich nach hinten. Soll ich fahren? Ja, fahr du. Sicher, sicher. Du hast okay. Besser an der Kontrolle. Let's go. Achso, wir müssen aber hier lang, ne? Weiter. Ja, genau. Also gerade um 180 Grad drehen. Das ist echt bitter jetzt, ne? Weißt du, ich fahre noch ein Stück, mach schon mal die Map auf, weil ich vor mir nichts gesehen habe. Es sah alles in Ordnung aus. Dann komme ich zurück und habe einfach einen Puzzlebaum gemacht. Ey, ich glaube, genau so ist es mir auch passiert. Ich habe einfach auf die Map gesehen und zack. Ja, wir können gleich mal gucken, ob wir es ein Stück wegrammen können. Aber erstmal jetzt hier schön die Scheiße aufsammeln. Wir halten jetzt hier gleich an. Ich mache schon mal Licht aus. Aber nicht hier an dem Ding vorbeifahren, der Absturzstelle. Das könnte fatal werden. Spider-Schwein. Okay. Wir brauchen eigentlich so einen Song. Weißt du, als ja, Intro. Genau. And the Ten Brothers. So ein Jingle, ein Werbejingle. Schaut uns an oder wir schlagen euch kaputt. Entertain Brothers. Genau so. Ich glaube, dann schaut uns jeder. Ich park hier mal. Pass auf. Engine off. Get out. Ich duck mich sogar, weil wir müssen wirklich jetzt hier den Scheiß kriegen. Ich renne. Ich renne und schieß dabei. Zombies. Gleich sieht man meine arme Leiche da vorne liegen. Wahrscheinlich da steht noch ein Zombie bei der Leiche. Verdammte Scheiße. Der frisst ja immer noch dran. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ey, das ist echt lächerlich. Ich muss den kurz abhängen. Weißt du, ich geh an ihm vorbei und lauf dann in diese fette Scheune da rein. Oder glaubst du, ich kann ausrauben, während er nebenbei steht? Soll ich ihn abknallen einfach? Und dann rennen wir in die Halle, wenn neue kommen? Aber dann, warte. Ich teste es kurz. Ja, ich komm von hier dran. Ich kann alles ausräumen, während er neben mir steht. Nee, ich werde ihn jetzt abknallen. Ich trau mich nicht. Ich will schießen. Ich glaube, der hat mich gesehen. Kannst du kurz beobachten, ob der mich irgendwann schlägt? Ich habe ihn schon im Visier, also wenn was passiert. Perfekt. Mein Finger juckt schon bereits. Mein Anus juckt schon bereits. Jawohl, ich kann den ganzen Rucksack anziehen, das mache ich schnell. Ich hoffe, der bleibt da jetzt stehen, dass wir wenigstens das hier sauber über die Bühne bringen können. Ah, ich habe sogar noch alle Sachen, die hier drin sind. Sehr, sehr gut. Ja. Ich habe eine Map gefunden, Gertie. You found a map. Full fuck map, dude, you know. It's fucking amazing, dude. It's fucking amazing. Es ist verfickt ambitiös, eine Map zu finden. Ambitiös. Ambitiös, Junge. Ein bisschen Cola noch rein hier. Scheiße, den E-Kollege. Mir geht's noch gut, oder? Weil er gerade jemand eine so gemacht. Nee, also der bewegt sich zwar permanent und gibt auch Laute von sich, aber scheint auf dich nicht zu reagieren. Also nachts ist es wirklich wunderbar, Leichen aufzuheben. Guck mal, wie nah du neben dem stehst und er merkt einfach nichts. Ich trink mal was, mal gucken, ob er das merkt. Schieß mal auf sein Bein. Guck mal, ob er das merkt. Guck mal, ob er das merkt. Steht da immer noch wie so ein Stück Scheiße. Der Zombie, fuck, was war das? Was hat er mein Okay, warte, hier. Hä? Ich hab sie doch dabei. Ah, ja. Ach, ich hab noch dieses dumme Zelt dabei. Muss immer weiter mitschleppen. Ich schlepp's erstmal mit. Flashlight. Ich hab die Flashlight gehabt. Okay, also ich hab jetzt wieder beides. Ich bin bereit zu tanken. Okay, dann gehen wir wieder an den Truck. Soll ich mal an? Nee, ich wollte schon sagen, ich leuchte ihn mal an, aber nee. Lieber nicht. Das wird so haarig. Ich leuchte ihn vom Truck mal kurz an. Also dann machen wir es jetzt auch so, mit dem Tanken, wir parken wieder ein Stück vor der ganzen Scheiße und laufen rein, oder? Ja, genau, das damit haben wir bisher am meisten Erfolg gehabt. Okay, also hier, ich check nochmal kurz. Ich packe hier direkt mein Zelt rein in den Laster. Wenn du auch was reinpacken willst, dazu.
Alles Zelt kriegt man ja so oder so bei jedem Neustart geschenkt, von daher ist es wirklich sehr, sehr unnötig. Bist du drin? Ich bin drin, es kann losgehen. Okay, zweimal alt. Ich mache mal noch schnell einen Punkt, aber diesmal bleibe ich stehen. Wir fahren mal dahin. Aber jetzt fahre ich auf die Straße, um ein bisschen mehr Fahrt zu haben. Irgendwie scheiß Straße, da vorne. Ja, okay, das schaffen wir doch locker mit dem Benzin. Dann haben wir halt hier unseren fetten Truck. In den geht eh mehr rein. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich will jetzt keine Scheiße labern, aber ich glaube, das hier ist das Teil, wo fast am meisten reingeht. Und da können wir jetzt dann alles aufsammeln, was wir so finden an Sachen zum Aufheben fürs Auto und was weiß ich. So, es wird, glaube ich, jetzt tatsächlich heller, ne? Ja. Ein Zombie ist uns gefolgt. Ich halte hier an, okay? Mhm. Lass mal schnell hier raus sneaken. Wow, wow, wow. Was ist denn hier los? Ich hatte gerade 5 FPS. Wow. Okay, es läuft. Komm mal geschwind raus, nicht, dass der Zombie da hinten zu uns hingerannt kommt. Okay, warte. Haben aufgehört zu rennen. Geht's? Mhm. Okay, weil ich sehe dich immer noch bei mir im Bus drin. Also im Bus. Ah, da bist du ja. Guck dich am besten nicht, dass wir jetzt irgendwie auf den Sack bekommen. Das wäre nämlich nicht cool. Das wäre fatal. Wir können dann direkt schauen, vielleicht finden wir halt was für einen Motor oder irgendwas, dass wir immer unseren kleinen Truck da schön instand halten können. Lass am besten hier von hinten in die Scheune rein, dann laufen wir durch die Scheune durch. Und dann können wir alles angucken, ob hier irgendwas steht. Boah, ich sehe gar nichts. Da musst du mit der Taschenlampe mal schauen. Ja, ich leuchte hier noch kurz hin. Hier ist eine. Brauchst du eine Waffe oder hast du eine? Ich hab eine. Okay, weil hier ist nämlich eine fette Shotgun gewesen. Beziehungsweise, ich guck mal kurz. Also, nee, stimmt, ich habe nur eine Pistole. Guck mal, da hinten. Ich leuchte mal gerade hin. Da liegt eine dicke Schrotflinte. Siehst du die? Direkt hier vorne rechts. Ist da Muni dabei? Ah, jo. Ah, nice. Diese schöne grüne Muni, die findet man ja wirklich sehr oft auch. Hast du alles? Ja, ich habe alles. Okay, gut. Die ist zwar sehr laut, musst halt aufpassen, also wirklich nur im größten Notfall schießen, aber ich glaube, dafür haut sie halt auch rein. Die haut den Zombie direkt um, glaube ich. Der Tank ist jetzt gleich rechts von uns. Ich habe letztes Mal, da als ich alleine hier rumgefahren bin, da hatten wir noch drei Autos, da habe ich die